Mit dem offiziellen Spatenstich hat jetzt der Umbau der sogenannten Kaffeeberghöfe im Herrenberger Stadtteil Affstedt begonnen. Dabei handelt es sich um ein Haupthaus und zwei Scheunen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die denkmalgeschützten Gebäude stehen seit mehr als 25 Jahren leer. Jetzt wird das Haupthaus so saniert, dass darin 8 Wohnungen entstehen. Die Scheunen werden in Reihenhäuser umgewandelt. Bis zum Jahresende soll alles bezugsfertig sein.